Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und in letzter Zeit habe ich sehr viele E-Mails bekommen oder auch Kommentare unter den Videos, und zwar zum Thema Euro und wie der Euro funktioniert, wie man den mit Optionen handeln kann. Das besprechen wir jetzt mal im aktuellen Video. Also, der Euro. Das ist natürlich etwas, was sehr, sehr viele Händler beschäftigt. Den Euro, wir sehen es jeden Tag, Stichwort Griechenland. Und natürlich möchten auch ganz viele Optionshändler das Ganze mit Optionen umsetzen. Die Frage ist nur, wenn man jetzt in seine Handelsplattform hineinschaut, beispielsweise die Trader Workstation, dann ist das oftmals ein wenig verwirrend, weil es da so viele verschiedene Bezeichnungen gibt. Und ich möchte hier versuchen, mal ein ganz klein wenig Klarheit in das Ganze zu bringen. Wir handeln die meiste Zeit Future-Optionen. Das heißt also, es gibt an der CME in Chicago gibt es einen Euro-Future, der hat die offizielle Abkürzung G6E. Und also das ist auch die Bezeichnung, wie er im elektronischen Markt gehandelt wird. Das ist also der klassische Future. Jeder Future hat eine Größe von 125.000 Euro. Und auf diesen Future gibt es jetzt verschiedene Optionen. Wir handeln in der Regel die Standardoptionen, das heißt die Standardoptionen, das sind die, die immer an einem nächsten Monat verfallen, also mit jedem Monat haben die eine Laufzeit. In der Regel ist das immer so relativ Anfang des Monats, also so 7. oder 8. oder so. Ihr könnt euch das bei uns auf der Webseite, könnt ihr euch einen Verfallskalender herunterladen und dann seht ihr genau, wann die verfallen. Damit ihr es einfacher habt, diese ganzen Dinge herauszufinden, also was ist denn nun diese richtige Standardoption, achtet einfach auf die sogenannte Handelsklasse. Und in der Trader Workstation wird das beispielsweise angegeben mit dem Symbol 6E. Ihr seht, das kommt hier oben wieder, G6E, und dann steht hier unten 6E. Und das ist die richtige Bezeichnung, wenn ihr die klassischen normalen Standardoptionen auf den Future handeln wollt. So. Die sind eigentlich sehr, sehr liquide. Sie sind oftmals mehrere Wochen, Monate im Voraus handelbar. Und deswegen handeln wir sie auch sehr gern, weil sie eben rund um die Uhr gehandelt werden. Sie sind in der Regel von früh 5, 6 Uhr bis nachts um 12 sehr liquide handelbar. Die Spreads sind sehr schön eng und deswegen ist das unsere erste Wahl. Wer jetzt anfängt und hat noch nie Future-Optionen gehandelt oder er sagt, er hat noch ein relativ kleines Konto, für den kann es aber auch sinnvoll sein, beispielsweise einen ETF auf den Euro beziehungsweise dann eben Optionen auf diesen ETF zu handeln. Und die erste Wahl wäre hier der sogenannte XLE. Das ist ein von Guggenheim herausgegebener ETF, der die Währungsentwicklung des Euro gegen den Dollar 1:1 nachvollzieht. Der ist natürlich viel, viel kleiner als der Future, aber damit kann man ihn eben auch vernünftig handeln. Wie gesagt, manchmal unterscheiden sich die Volatilitäten ein ganz klein wenig zwischen diesen beiden Instrumenten, also zwischen den Future-Optionen und den XLE-Optionen, aber sie sind, das ist nur minimal. Also das heißt, wer eine Meinung sich gebildet hat zum Future und sagt, ich möchte jetzt Calls verkaufen oder ich möchte Puts verkaufen und er stellt dann fest, das ist mir vom Risiko her zu groß, der kann selbstverständlich auch auf den ETF gehen und kann dann im ETF, also auf diese XLE, auch entsprechende Optionen handeln. Jetzt gibt es noch im Euro ein paar Besonderheiten, beziehungsweise in vielen Währungen gibt es noch ein paar Besonderheiten, nämlich man kann natürlich auch die Währungen einfach ganz normal im sogenannten Cash-Markt handeln. Cash heißt also, dass man beispielsweise hergeht und sagt, okay, ich habe jetzt hier 5.000 Euro und ich möchte die in Dollar umtauschen. So, dann bekommt man eben den entsprechenden Dollarbetrag dann aufs Konto gebucht. Das ist in der Regel auch mit sehr, sehr geringen Spreads möglich und es wäre eben dann ein vollkommen ungehebelter Trade auf die Entwicklung Dollar gegen Euro und das kann man auch mit vielen anderen Währungen machen. Das ist der reine Cash-Handel. So, und dann gibt es noch den Forex-Markt. Forex ist ja so ein ganz eigenes Thema für sich, ist nichts Schlechtes, überhaupt nichts Negatives. Wir wissen natürlich, Forex, das wird von sehr vielen Brokern angeboten mit enorm großen Hebeln. Und was mit solchen enorm großen Hebeln passieren kann, das haben wir gesehen am 15. Januar 2015.
Frankenabwertung bzw. Aufwertung, je nachdem, wie man positioniert war. Und dann kann das eben große oder großer Hebel kann sehr von Vorteil, aber auch sehr von Nachteil sein. Aber was jetzt das Besondere ist bei Forex, es gibt einige Broker, die bieten sogenannte Forex-Optionen an. Also die bekanntesten sind das sicherlich die Saxo Bank oder auch XTB. Die bieten also auch Optionen an auf den Euro. Das sind dann aber weder ETF-Optionen noch Future-Optionen, sondern das sind sogenannte Forex-Optionen. Und der Unterschied zu den beiden anderen ist ganz einfach, dass man eben hier nicht an einer geregelten Börse handelt. Wir wissen ja, die Future-Optionen, die werden an der CME gehandelt. Die ETF-Optionen, die werden zum Beispiel an der CBOE in Chicago gehandelt. Und diese Forex-Optionen handelt man genau wie Forex gegen seinen Broker. Und das hat natürlich zur Folge, dass der Counterpart, also das Gegenstück meines eigenen Trades, immer der Broker ist und dass der allerdings gleichzeitig auch als Market Maker auftritt. Das muss jetzt nicht grundsätzlich bedeuten, dass dies von vornherein mit Nachteilen besetzt ist, aber gerade in einer Situation, wo es mal etwas hektischer wird. Und als ich jetzt dieses Video hier gerade aufnehme, es ist Montagmorgen, am Wochenende hat man so quasi inoffiziell beschlossen, dass die Griechen den Euro verlassen und die Spreads heute früh sind natürlich entsprechend groß, schon hier in den Futures. Und da kann man sich vorstellen, was dann in den entsprechenden Forex-Optionen los ist, wo also der Broker selbst dann nochmal das Market-Making macht. Und deswegen, ich persönlich würde also nicht diese Forex-Optionen handeln, sondern ich würde entweder bei einem kleinen Konto diese ETF-Optionen bevorzugen oder wenn das Konto ein bisschen größer ist, beziehungsweise wenn man sich da herantraut, würde ich die Future-Optionen handeln. Das war heute ein kleiner Einblick in die Euros bzw. in die Euro-Optionen. Ich hoffe, damit ist ein bisschen Klarheit rübergekommen. Wenn es dazu noch mehr Fragen gibt, mir dann bitte nochmal in die Kommentare hineinschreiben, dann kann ich das noch ein wenig ausbauen. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch das Ganze wieder etwas nützt, erfolgreicher in eurem Trading zu werden. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, viel Erfolg, euer Jens, macht's gut.